Kanivana ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Unlicht, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Tohaido. Kanivana ist ein mittelgroßes, Piranha-ähnliches Pokémon, das in den Farben Rot, Blau, Gelb und Schwarz erscheint. Das Pokémon besitzt einen rundlichen Torso sowie ein abgeflachtes Gesicht. Es sind insgesamt 6 Flossen zu erkennen, welche gelber Farbe sind, wobei die hinten wachsende Schwanzflosse am oberen und unteren Rand rot gefärbt ist. Von den weiteren Flossen befindet sich jeweils eine lange, schmale an den Seiten. 2 etwas breitere wachsen senkrecht auf dem Kopf und eine ebenfalls breitere wächst auf dem Bauch und weist nach unten. Die Rücken sowie die Bauchflosse haben hierbei 2 Spitzen. Wie die Elemente der Schwanzflosse ist ebenfalls das untere Körperareal, welches quasi nur aus dem äußerst kräftigen Unterkiefer besteht, rot, wobei ein gelbes Sternmuster im unteren Bereich eine Ausnahme bildet. Die Zähne befinden sich außerhalb des Mundes in einer Reihe, wobei 2 etwas längere spitze und weiße Zähne hervorstechen. Die übrigen sind wie der untere Körperbereich rot. Dementsprechend färbt sich die obere Körperhälfte blau und in diesem Körperbereich befinden sich die Augen. Diese setzen sich aus weißer Lederhaut, roten, runden Iriden sowie schwarzen, ebenfalls runden und kleinen Pupillen zusammen. Außerdem sind sie schwarz umrandet und in der Shiny-Form sind die roten Bereiche kräftig hellblau gefärbt, die gelben Flossen erscheinen etwas heller und die sonst blauen Regionen sind nun hellgrün. Kanivana erlernt durch Levelaufstieg hauptsächlich Statusattacken, welche dem Typ Normal angehören, sowie einige physische Attacken verschiedener anderer Typen. Es besitzt äußerst starke Kiefer mit spitzen Zähnen, mit welchen es sogar ganze Bootsrümpfe verschlingen kann. Es hat die Fähigkeit Rauhaut, welche dem Gegner bei Kontakt verletzen kann, oder kann die versteckte Fähigkeit Temposchub haben, welches seine Initiative in jeder Runde eines Kampfes erhöht und dem Pokémon somit unglaublich schnelle Angriffe ermöglicht. Kanivana ist ein Wasser-Pokémon und lebt in reißenden Dschungelflüssen. Sie jagt seine Beute immer in Schwärmen und greift sofort an, sobald es nur einen Hauch von Blut wahrnimmt. Ist es allein, ist Kanivana jedoch sehr scheu und furchtsam. Dabei ist Kanivana der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Tohaido entwickeln. Und seit der 6. Spielgeneration ist es diesem auch möglich, mit einem Tohaidoniten eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Der kleine gefährliche Fisch verwandelt sich zu einem großen bedrohlichen Hai. Allgemein erhält das Pokémon durch die Entwicklung eine schlichtere Farbgebung aus blauen und weißen Körperteilen. So bekommt die vorher rote Bauchseite eine weiße Färbung und die 2 gelben Rückenflossen vereinen sich zu einer größeren blauen. Auch die 2 Flossen an den Seiten werden nun blau. Interessant ist, dass Tohaido im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung keine Schwanzflossen mehr besitzt. Statt dieser ist nun eine gelbe sternförmige Musterung zu sehen, wovon ebenfalls eine an der Stirn zu erkennen ist und bei Kanivana am Bauch zu finden war. Die Zähne, die sich vor der Entwicklung außerhalb des Mundes befanden, sind nun im Mund. Durch die Mega-Entwicklung ändert sich hauptsächlich die Färbung des Pokémon. Die gelben Muster, die Narben sind, die es sich in Kämpfen zugezogen hat, werden zahlreicher. So befinden sich nun auch auf der Rückenflosse 2 waagrechte Streifen und darüber eine X-förmige Markierung. Außerdem entstehen auf der Bauchflosse 2 waagerechte Streifen. Die sternförmige Musterung auf der Stirn wird deutlich größer und ebenfalls an den Augen und am Kinn von Negatohaido sind nun gelbe Elemente zu sehen. Auf den Seitenflossen befindet sich nun je ein gelbes Kreuz sowie eine weiße Umringung um den Ansatz der Flosse. Am Kopf befinden sich Stacheln, welche sich aus Zähnen entwickelt haben und bei Beschädigung oder im Fall, dass sie abbrechen, immer wieder nachwachsen. In den Spielen wird dabei die Entwicklung von Kanivana zu Tohaido auf Level 30 ausgelöst und die Mega-Entwicklung mit einem Tohaidoniten. Mit der Typenkombination aus Wasser und Unlicht ist Kanivana immun gegen Psycho-Attacken, nimmt halben Schaden gegen Geist, Stahl, Feuer, Wasser, Eis und Unlicht-Attacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampf, Käfer, Pflanzen, Elektro- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.